Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Hof 22. Es ist wieder etwas Zeit vergangen, ich habe wieder Missionen gemacht. Ich komme gerade zurück. Kann es hier mal zeigen. Betriebskosten, Fahrzeuge, klar, ich habe für manche Missionen Karotten und Kartoffeln und sowas, Zuckerrüben, da brauchte ich Fahrzeuge. Betriebskosten? Ne, das ist doch Reparaturkosten gewesen. Okay. Aber verkaufte Produkte. Ich habe meine Sachen verkauft. Ich hatte noch wieder Rapsöl übrig. Hier sind Lohndienstleistungen, die ich gemacht habe. Und das sind Lohnzahlungen für Hilfe. Gut, die braucht man. Und jetzt schauen wir, was anliegt bei uns. Ich habe da wieder eine passende. Ist das, wenn ich Mission mache, vergesse ich immer mich selber. Sonnenblumen und Mais muss ich machen. Siehst du, ich muss da was tun. Du bist da zu Hause und dann kannst du ganz ehrlich hier bleiben. Das haben wir. Feld 152. Ist das wieder? Ich hab's glatt vergessen. Gut, die letzte Maismission, der hat sich hingezogen. Bei Kartoffeln habe ich den ja nicht gebraucht. Oder so berühmt, brauche ich. Ich habe ja andere Maschinen gehabt. Also, ich gebraucht habe, waren meine Abfahrer. Wir nur gucken, dass er gleich richtig dreht und nicht ins Wasser rutscht. Ja, nicht das erste Mal. Wir können das eigentlich dann direkt zur Ölmühle bringen. Also habe ich gerade den Helfer drin? Nein. War ja selber. Man muss auch ab und zu was selber machen. Okay. Ich habe eine Fahrzeughölle gebaut, eine Durchfahrhalle. Weil ich muss meine Fahrzeuge unter der Brücke wegkriegen, denn Autodrive sieht, dass ein Fahrzeug steht. Oder bleibt man oben auf der Brücke stehen. Ich nehme an, das liegt daran, dass da jetzt Fahrzeuge parken. Also muss ich die da wegkriegen. Und irgendwo muss das Sommer langsam Überdachung für die Fahrzeuge da sein. So, wieso machst du den Motor nicht auf, wenn du parkst? Was ist denn? So, der dürfte das mal reichen. Das ist hier die eine Halle. Und dann will der zweite zusetzen, das machen wir dann auch später. Oder gleich eigentlich, warum nicht später? So, ich brauche den hier, damit er mir zeigt, wo hier Autodrive läuft. Weil ich habe da schon mal was vorbereitet, wo ich die Halle gerne hinhaben möchte.
Wo haben wir es denn? Nein, andere Richtung. Du bist es. Musste nicht machen, gerade nach zwischen die beiden Bäume, habe ich mir gedacht. Dass man ein bisschen mehr, gerade reinfahren kann. Okay, dann hol ich dahin. Also ich muss ein bisschen malen. So. Ich muss natürlich ein bisschen hier da wegmachen, dann müssen wir da rausfahren hier noch. Das sollte reichen, dann müssen wir schauen, ob wir den Drescher da reinkriegen. Oder doch den kleinen Kram. Die können wir den Partner schicken, das machen wir eben. Na gut, du fährst da raus, ist in Ordnung. Das war eben schon, du stehst da, du bist dran am Arbeiten, das ist gut. Gucken wir uns ein bisschen. Das ist nicht so gut. Gucken, ob es ein bisschen Missionen für mich gibt zum Arbeiten. Dann kümmern wir uns um die Tiere. Die haben wir auch noch. Also Karotten habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Das dauert einfach zu lange. Und dann haben wir nochmal Karotten. Da passiert gar nichts. Düngen haben wir nicht. Und Graubahn gibt zu wenig Geld. Da gibt es 17.000. Naja, gut, lassen wir jetzt mal. Wir haben ein bisschen Geld da. Wir brauchen es dann irgendwann für die Rinder. Da wollen wir auch noch was machen. Erstmal geht es denen gut. Das ist schon mal sehr gut. Wir brauchen noch ein halbes Jahr, um Fleisch zu machen, wenn ich die Fleischerei, die Schlachterei mir da hinstellen will. Da müssen wir mindestens 18 sein. Gesund, wie gesagt, gesund tanze. Kühler hätte ich zu fahren, aber keine Milch. Kann ich nebenbei machen? Nein, wir haben noch einen. Komm, wo bist du? Wo ist der andere? Da ist der andere. Haben wieder die Stützen nicht ausgefallen, das ist klar. Immer das gleiche mit mir. Ich muss erst den Motor anmachen, Stützen ausfahren und dann kann man den losmachen. Rausfahren. Ja, ja, ist nicht so einfach mit mir. Aber ein bisschen ab und zu lerne ich das auch. Ich habe jetzt überlegt, ob ich eine Halle mache, wo ich die ganzen Wechselbrücken drauf hinstelle, aber eigentlich stehen sie genau da richtig, wo sie sind. Jedes Mal hinfahren und erst wieder da hinfahren, wo ich hin muss. Sie stören ja nicht. Solange sie da stehen bleiben, wo sie stehen, stören sie doch gar nicht. Wieso habe ich denn da einen Kurs drin? Geht ja gar nicht.
Nein. Was ist das? Nein, nein. Ach, dahinter sind noch welche. Ja, die müssen weg. Die müssen raus. Gut. Dann gucken wir, dass wir ihn leer kriegen. Und die Frage, mache ich hier einen Autodrive-Kurs für? Ja, es wäre vielleicht besser, denn meine Fahrkünste sind scheinbar nicht die besten. Schau mal eben, was denn. Du bist dran, du hast noch eine halbe Tour, das ist nicht viel. Dann bleiben wir mal dabei und übernehmen das hier. Dann können wir das Feld wechseln. Ich glaube, der hätte nicht einmal abtanken müssen, schätze ich, ne? Mehr, da die Kante müssen wir noch machen. Da ist nichts im LKW drin. Bleibt der stehen, wenn ich da jetzt einfach dran abtanke, oder fährt er weg? Oft auf dem Feld, wenn ich dann immer hinfahre, dann fährt er weg. Ich wusste es. Es ist doch immer das gleiche mit dir. Und dann bleibst du da stehen. Bleibst du jetzt direkt vor mir stehen? Das ist nicht wahr. Ne? Also manchmal verstehe ich Autodrive nicht. Dass der nicht einfach aus dem Weg fährt, wenn der Drescher kommt. Davor stehen bleibt oder dahinter stehen bleibt, das dürfte nicht sein. Wenn ich seitlich anfahre, macht er, schiebt das Rohr raus, verstehe ich. Und dann bleibt er genau da stehen. Das ist doch der Hammer. Schiebe ich den jetzt einfach weg. Also, Freunde des realistischen Spiels, guck weg. So. Habe ich jetzt, und hinten ist das auch noch Sonnenblumen, ne? Richtig, das Feld hinten ist noch Sonnenblumen. Das war die Nummer 157. Damit der Abfahrer dahin kommt, dann brauche ich nicht auch noch extra zu fahren.
Also hier rechts ist ja unser Rinderstall, Rindermast. Ich möchte gerne den richtigen Rinderstall haben. Das ist der alte Kuhstall, den ich jetzt dafür umfunktioniert habe. Also wenn ich doch irgendwann die Rinder so weit habe, dass ich die Fleischerei bauen kann, dass ich das Rindfleisch eben verkaufe, erstmal in Steaks und Hackfleisch, was weiß ich, umwandeln und dann verkaufen. Wenn das alles funktioniert, möchte ich den Kuhstall austauschen gegen den Rinderstall, falls das finanziell möglich ist. Aber wie gesagt, wir haben noch mit den Rindern 6 Monate Zeit. Und dann schauen wir weiter. Der Rumpel, oh, ist der langsam. Der klappt zu langsam aus. So, du fährst alleine. Mal gucken, was mein Güllelaster macht. Der ist leer. Und dann gucken wir das dann mal, dass wir den vielleicht irgendwo automatisieren können. Größere Runde. Da jetzt herfahre. Button Knopf lauter ist als mein. Ich befürchte das deswegen. Mach ich das ungern. So. Ich hoffe nicht, dass der hier baden geht. Ich muss an dem Zaun vorbei, nicht, dass er hinten bleibt. Dann muss ich hier an der Pumpe vorbei. Und hier sollte er stehen bleiben. Wir fahren mal weiter und hoffen, dass der jetzt mal. So. Kühe. Gülle. Und abfahren. Er kann ja eigentlich jetzt hier. Na, wir fahren doch geradeaus. Thank you.
dann testen wir den. Schauen wir mal, was man macht. Der hat es ja nur sehen. Schauen wir mal. Ich habe meinen Abfahrer noch nicht programmiert. Wir machen das mal eben. Das ist die 157. Wo bist du da? Ich denke, dass er los wird, wenn er gerufen wird. Du bist so Werker, warst du? Jetzt zurück zum Stall. Gut, ich sehe, wir sind schon über der Zeit, aber ich ziehe das jetzt durch. Soll ich es noch sehen, dass es funktioniert? So, jetzt kommt die große Frage. Also er hat auf jeden Fall schon mal einen Zielpunkt gefunden, sonst wäre er gleich stehen geblieben. Das macht er gut. Eine Kuh im Wasser. So, jetzt die Frage, kommt er an der Pumpe vorbei? Nein. Oder? Ach, er füllt sich automatisch. Das wäre noch besser. Das ist gut. Wenn er jetzt voll wird. Gut. Er kommt gerade eben an der Pumpe voll, weil er nicht jetzt beruhigt. Okay. Kann ihn deshalb nicht gut. Jetzt hat mir der Drescher die Wechselbrücke hingeschoben. Ah, das ist jetzt nicht gut. Das ist nicht gut. Dann gut, dann machen wir den aus. Können wir uns mal. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Durcheinander. Stellen die noch privat. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert. Deswegen kann ich jetzt alleine machen. Ich muss erst die Wechselbrücke darauf schieben. Das ist. Die Drescher bleibt nicht stehen, der schiebt die einfach weg. Okay. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann.